Ich grüße euch ganz herzlich, ihr Lieben, jeder Einzelne und jeder Einzelne, die auch gekommen sind. Und ich wünsche euch auch von Herzen auch Gottes Segen jetzt auch für diese Versammlung. Ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, das schon sehr lange Zeit, ich sag mal aktuell ist, welches uns jeden Tag begegnet, zu jeder Zeit oder auch begegnen kann. Wer kann mir sagen, welches ist das achte Gebot in der Bibel, von den 10 Geboten? Welches ist das achte Gebot? Also was haben wir? Wir haben zum Beispiel, du sollst nicht töten. Ist es das? Okay. Du sollst nicht Ehe brechen. Auch nicht, okay. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Man hört schon, wie es rattert. Also es ist das achte Gebot. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Mit anderen Worten ausgedrückt, du sollst nicht lügen. Ich denke, das ist ein Thema, mit dem wir uns wirklich jeden Tag auseinandersetzen müssen. Und das uns auch immer wieder auch zu schaffen macht. Lüge an sich bedeutet ja jetzt nicht, nur was Falsches zu sagen, sondern Lüge ist ja auch nur die halbe Wahrheit zu sagen. Man verschweigt etwas. Kinder, kennt ihr die Geschichte von Ananias und Sapphira? Nein? Gut, dann müsst ihr jetzt gut zuhören. Wir möchten uns die Geschichte lesen aus Apostelgeschichte, aus dem 5. Kapitel, die ersten 11 Verse. Apostelgeschichte, Kapitel 5, die ersten 11 Verse. Ein Mann aber mit Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau und erbrachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie: Sage mir, habt ihr das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach: Ja, um so viel. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Ich denke, für uns ist die Geschichte sehr geläufig, für diejenigen, die die Bibel lesen. Hier geht es um ein Ehepaar, die hatten ein Grundstück. Und sie verkaufen es. Ja, vielleicht hat auch jemand von uns schon mal ein Grundstück verkauft. Diejenigen wissen ja dann, mit was es zusammenhängt. Und jetzt haben die es verkauft bekommen. Einen Teil davon nehmen sie in ihre eigene Tasche. Und den anderen Teil, den bringen sie dann den Aposteln. Aber Ananias hat nicht gesagt, dass er einen Teil für sich genommen hat. Und dann kam Petrus und hat ihn gefragt: Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Wieso hast du von diesem Erlös was für dich beiseite geschafft? Als du das Grundstück verkauft hast, so war es doch in deiner Gewalt, das alles zu entscheiden. Du konntest doch selber die Entscheidung treffen, was du tust. Und das Schlimmste dran war, als Petrus dann gesagt hat,
du hast jetzt nicht die Menschen hintergangen, sondern du hast Gott belogen. Und mit dieser Lüge, was er begangen hat, musste er auch sterben. Vielleicht war es in seinen Augen nur eine kleine Lüge. Vielleicht hat er sich dann dadurch erhofft, sein Leben wird dann besser, er hat jetzt mehr Geld. Aber diese Lüge hat ihn sein Leben gekostet. Und genauso auch seine Frau. Sie kam rein, 3 Stunden später. Und Petrus fragt sie, habt ihr das Grundstück um so und so viel verkauft? Und sie sagt, ja genau, um so und so viel. Und Petrus sagt, wieso seid ihr so übereingekommen? Wieso sagt ihr beide dasselbe? Ihr wisst doch ganz genau, dass das nicht stimmt. Und auch sie musste auch für diese Lüge mit ihrem Leben bezahlen. Mir ist vor einigen Wochen auf der Arbeit eine Begebenheit passiert. Ich arbeite in der Stanzerei. Und das Material, was bei uns produziert wird, das wird auf so Spulen aufgewickelt. Und diese Spulen, die sind auf so einem Gerät, das nennt sich Aufwickler. Ja, und dieser Aufwickler hat dann angefangen, Probleme zu machen. Und wir sind dann auch nicht mehr weitergekommen, warum, weshalb. Haben dann halt den Elektriker bei uns angerufen in der Firma, der kam dann vorbei und hat sich das dann mal alles angeschaut, wie, wo, was, warum, weshalb. So die typische Prozedur. Ja, und ich hatte gerade ein bisschen Zeit und so schlau wie ich halt war, habe ich ihm halt dann über die Schulter geschaut. Und er ist dann in die Systemdaten reingegangen. So, die Systemdaten, die sind eigentlich dafür bestimmt, dass wenn der Hersteller kommt, der kommt dann rein und nur er darf eigentlich an den Systemdaten was verändern. Ja, ich habe dann gesehen, was er dafür ein Passwort eingegeben hat. Ja, dann hat er rumprobiert und rumprobiert, das hat dann doch nicht funktioniert. Und dann hieß es, ja, okay, der Hersteller muss dann kommen. Ich hatte gerade Spätschicht. Das hat dann eben in meiner Schicht nicht mehr funktioniert, war dann schon zu spät. Am nächsten Tag kam ich dann zur Spätschicht. Ja, hab dann mit den Kollegen gesprochen und die haben gesagt, ja, der war jetzt da, wird jetzt alles wieder funktionieren. Also gut, funktioniert, dann funktioniert's. Dann habe ich die Maschine so übernommen, hab dann, ganz normal dann gestartet, habe dann meine Teile produziert und mir ist dann immer wieder aufgefallen, dass er doch ein wenig Probleme gemacht hat. Ja, dann habe ich gedacht, gut, dann versuch's jetzt einzustellen. So, in den Menüpunkten, die jetzt für mich als normaler Einrichter freigegeben sind, funktioniert das halt nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe. Jetzt habe ich natürlich das Passwort gehabt von den Systemdaten. Bin da halt rein. Ich denke, ihr könnt euch dann denken, was das Ende vom Lied war. Am Ende stand die Anlage mit genau demselben Fehler wie am Tag davor. Ich habe dann probiert, circa eine halbe Stunde ist vergangen. Hat eben alles nichts gebracht. Ja, ich dachte nur, ja, was soll ich jetzt machen? Toll. Das kostet natürlich wieder sehr viel Geld für die Firma. Arbeitszeit geht verloren. Teile werden nicht produziert. Also eigentlich das volle Programm. Gut, ich musste dann den Schichtführer anrufen. Ja, das Schlimmste an der Sache ist, er sagt halt, ja, ich komme gleich. Das Gleiche ist halt dann immer so, ja, nach 10 Minuten, nach einer halben Stunde. Und wenn man halt ganz genau weiß, man hat gerade was angestellt, dann spannt das einen so richtig auf die Folter. Ich habe dann gewartet und gewartet. Und ich habe überlegt, ja, was soll ich ihm jetzt sagen? Wie soll ich jetzt vorgehen? Jetzt haben wir wieder genau denselben Fehler wie gestern. Ich habe jetzt Mist gebaut. Und es ist eigentlich so ziemlich offensichtlich. Ich kann ihm jetzt nicht sagen, naja, die Anlage ist gelaufen, da war ein Spulenwechsel, auf einmal steht sie, geht nichts mehr. Geht nicht.
Zum einen ist das eine Lüge, zum anderen wird das auch sowieso nicht funktionieren. Soll ich vielleicht eine Geschichte erfinden? Funktioniert auch nicht. Auch das wäre wieder eine Lüge. Und ich wusste einfach in dem Moment nicht, was soll ich jetzt tun? Die Zeit verging, es waren circa 10 Minuten vergangen. Ich war einfach so dermaßen unruhig. Ich habe dann nur so ein kurzes Stoßgebet gesprochen und habe halt dann gewartet, bis der Schichtführer kam. Und irgendwann nach einer Viertelstunde circa kam er dann durch die Tür rein. Und ich weiß nicht wieso, aber es war auf einmal so, es hat praktisch, ich sag mal, wie aus mir rausgesprudelt. Ich habe ihm gesagt, du guck mal da und da, das und das ist passiert. Ich habe einfach gemerkt, wie ich die Kraft bekommen habe, wirklich alles so, wie es gewesen ist, von Anfang bis Ende komplett, wirklich alles so zu erzählen. Und der Schichtführer schaut mich an und sagt, ja, deswegen war gestern der Hersteller da. Und dann habe ich gesagt, ja du, danke, das weiß ich auch. Hat mir eben in dieser Situation nicht viel geholfen, habe ich gesagt, ja, deswegen habe ich auch dich jetzt angerufen. Und dann sind wir nochmal alle Punkte durchgegangen, alles, was ich probiert habe. Und nach circa 10 Minuten war dann auch der Fehler wieder behoben. Er ist dann gegangen und ich konnte es einfach nicht fassen, wie das alles einfach abgelaufen ist. Ich war einfach so erstaunt darüber, dass ich die Kraft bekommen habe, wirklich nicht zu lügen, nicht mal auch das kleinste bisschen zu verschweigen. Auch wenn ich wusste, dass das vielleicht mit hohen Folgekosten zusammenhängen kann, dass ich dafür vielleicht mächtig Ärger bekommen hat, mehr Ärger bekommen kann. In dem Moment konnte ich einfach alles erzählen. Die Sache war dann vom Tisch. Die Anlage lief, die Firma war glücklich, ich war glücklich. Und so war das Problem dann auch gelöst. Jetzt haben wir 2 Beispiele, wie Gott wirken kann, wenn wir die Wahrheit sagen. Und wir haben ein Beispiel, wie Gott wirken kann, wenn wir nicht die Wahrheit sagen. Auch wir sterben, wenn wir lügen. Wenn nicht körperlich, aber dann geistlich. Lüge ist eine Sünde und Sünde trennt von Gott. Wenn wir von Gott getrennt sind, so werden wir das ewige Leben nicht haben. So wie es hier auf diesem Spruch steht, wer Jesus hat, hat das Leben. Und wenn wir lügen und das nicht wieder gut machen, so haben wir das Leben nicht. Wir werden verloren gehen. Es gibt auch diesen Spruch, Lügen haben sehr kurze Beine. Ich denke, das ist uns allen geläufig, denn früher oder später, wir werden mit diesen Lügen nicht weit kommen. Entweder kommt es nach kurzer Zeit heraus über einen längeren Zeitraum oder spätestens, wenn wir eins oben vor dem Richter stehen werden. Spätestens dann kommen auch diese Lügen ans Licht, ganz völlig gleich, wie groß oder wie klein diese Lüge vielleicht in unseren Augen ist. Aber diese Lügen können uns das ewige Leben kosten. Ich wünsche uns von Herzen, dass wir immer auf der Hut sind, dass egal in welche Situation wir kommen, dass wir den Versuchungen auch widerstehen können, dass wir nicht halbe Wahrheiten sagen oder vielleicht was dazu erfinden, sondern dass wir auch zu Gott kommen, bei ihm um Kraft bitten und dass er uns dann auch die Kraft gibt, auch wirklich die Wahrheit zu sagen.
Vielleicht wird das mit einigen Folgen zusammenhängen. Aber unser Herz ist bewahrt. Wir können ein reines Gewissen haben und wir können dann getrost sagen, ich habe hier auf der Erde die Folgen dafür getragen, aber ich werde einst im Himmel den Lohn dafür ernten. Amen. Ich bete noch mit uns. Ich ziehe dorthin, zu jener weiten Ferne, zum goldenen Strand, zu ewigen Himmelshöhen. Dort weint man nicht, mir winken dort die Sterne, zu diesem Land, zur Heimat möchte ich gehen. Dort weint man nicht, mir winken dort die Sterne, zu diesem Land, zur Heimat möchte ich gehen. Mich ziehen dorthin nicht irdische Gefühle, die mich erfüllen schon hier auf meinem Pfad. Es zieht mich fort von diesem Weltgewühle, des Heilands wundervolle Lieb und Gnad. Es zieht mich fort von diesem Weltgewühle, des Heilands wundervolle Lieb und Gnad. Mich zieht dorthin zur ewigen selgen Wonne, die Engelschar so lieblich jubiliert. Im lichten Glanz der ewigen Himmelssonne, die Schar der Pilger ewig triumphiert. Im lichten Glanz der ewigen Himmelssonne, die Schar der Pilger ewig triumphiert. Mich zieht zur Freud, die viele schon errungen. Dort ruh ich aus von losem Erdentand. Ich singe dort ein Lied mit neuen Zungen. Dort droben in dem selgen Heimatland. Ich singe dort ein Lied mit neuen Zungen. Dort droben in dem selgen Heimatland.